Einen schönen Vormittag. Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz mit dem griechischen Europaminister Vavitsiotis und Europaministerin Caroline Edt-Stadler. Bitte, Frau Ministerin. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite and again a very warm welcome to you, dear Minister. Ich begrüße Sie recht herzlich, Herr Minister. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns nach Wien gekommen sind. Mittlerweile ist es ja selten geworden, Personen wirklich gegenüberzustehen. Aber das ist immer wichtig, wenn es um bedeutende Themen geht. Und Sie können sich vorstellen, dass wir viel zu diskutieren haben. Ich setze jetzt auf Deutsch fort. Es freut mich tatsächlich sehr, dass wir in den Zeiten, wo wir normalerweise auf Videokonferenzen beschränkt sind, auch die Möglichkeit hatten, hier mit dem griechischen Europaminister einen Austausch zu pflegen. Wir haben uns oft und viel gesehen in Videokonferenzen. Wir haben viele Dinge zu diskutieren und das haben wir jetzt auch gemacht. Der Hauptfokus unseres jetzigen Austausches lag natürlich darauf, zu koordinieren und besser noch zu kooperieren, wenn es darum geht, Covid-19 zu bekämpfen, wenn es darum geht, auch europäische Lösungen zu kreieren, um letztlich zu einer Art Normalität wieder zurückzufinden. Wir alle wissen, dass die Impfung der Gamechanger sein wird. Wir alle hoffen und bauen darauf, dass die Europäische Kommission auch tatsächlich jetzt in Bälde sicherstellen kann, dass jeder, der geimpft werden möchte, auch tatsächlich geimpft werden kann. Das ist unser aller Anliegen. Das ist es, was wir erreichen wollen. Der Fokus liegt natürlich jetzt auch darauf, dass neue Impfstoffe zugelassen werden sollen. Schon bald Johnson & Johnson, auch Novavax und Valneva haben eine gute Chance und wir wollen natürlich hier, dass es eine vollumfängliche Zulassung wird und dass vor allem die EMA auch unbürokratisch hier diese Zulassungen vonstatten gehen lässt, damit wir die Bürgerinnen und Bürger impfen können. Wir sind aber als Europaminister insbesondere auch angetreten, um nach vorne zu denken. Und wenn es darum geht, in die Zukunft zu denken, dann müssen wir auch jetzt beginnen zu koordinieren, ein Impfzertifikat. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass Griechenland hier den Vorstoß gemacht hat. Österreich war eines der ersten Länder, das hier unterstützend auch tätig geworden ist. Ich habe auch letzte Woche in Frankreich mit dem Kollegen darüber gesprochen, mit Clément Bon, wo wir auch erreichen konnten, dass auch hier jetzt Einhelligkeit darin besteht, dass wir auf technischer Ebene ein Impfzertifikat speziell auf die Covid-19-Impfung auch koordinieren. Denn wir wissen, Mobilität, auch im Sommer dann wieder reisen, werden der Schlüssel sein, um unsere Wirtschaft wieder nach oben zu bringen und dann brauchen wir das. Österreich geht auch den Weg, ganz stark auf das Testen zu setzen. Und ich darf Ihnen sagen, in den letzten 5 Tagen wurden rund 1,1 Millionen Tests durchgeführt, um die Sicherheit zu gewährleisten, um aber gleichzeitig auch den Bedürfnissen der Menschen wieder nachkommen. Und ich darf auch sagen, dass es mich freut, dem Europaminister heute die Teststraße in Wien noch zu zeigen, wo die Menschen sich gratis testen lassen können, um dann auch Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können. Auch das ein Weg, der sicher einzigartig ist in Europa und wo wir natürlich auch stolz sind, wenn vielleicht andere Staaten diesem Beispiel folgen. Ein weiteres Thema, das mir sehr am Herzen liegt, ist die Konferenz zur Zukunft Europas. Auch das etwas, was ich schon vor der Krise begonnen habe, ganz stark zu vertreten. Wir sind immer dafür eingetreten, dass diese Konferenz möglichst schnell startet. Und ich habe auch hier einen Unterstützer, einen Partner von Anfang an in Griechenland gefunden. Wir sind jetzt Gott sei Dank einen Schritt weiter. Es schaut so aus, als würde der Start tatsächlich auch offiziell endlich losgehen können. Wir haben in Österreich den Weg gewählt, schon mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten und diese Gespräche zu führen. Jetzt sollte es dann auch auf europäischer Ebene soweit sein, denn, meine Damen und Herren, wir müssen die Lehren aus der Krise ziehen. Wir müssen resilienter werden. Wir müssen schneller werden in gesamteuropäischen Antworten auch. Und ich sage es ganz offen, es kann niemand zufrieden sein im Moment, wie es läuft, gerade wenn wir auch an die Impfstoffbeschaffung denken. Wir wollen hier den Fokus darauf legen, auch in der Zukunftskonferenz besser zu werden, in Zukunft besser gerüstet zu sein und resilienter zu sein. Und wenn ich von europäischen Lösungen spreche, dann kann ein Thema nicht ausgespart bleiben. Und das ist das Thema Kampf der illegalen Migration, Etablierung eines gesamteuropäischen Asylsystems, das wir so dringend brauchen. Österreich steht hier ganz klar zu Griechenland. Österreich unterstützt hier Griechenland
auch in Zeiten, in denen es schwierig ist. Unser vorrangiges Ziel ist der Schutz der Außengrenzen. Wir wissen, dass Griechenland hier große Aufgaben hat und vieles stemmen muss. Und wir sind uns auch einig, dass wir hier rasch ein europäisches Asylsystem brauchen. Denn nur, wenn wir das haben, wenn wir die Außengrenzen tatsächlich effektiv schützen können, können wir auch die Reisefreiheit nach innen, jetzt einmal abgesehen von Covid, tatsächlich wieder auch gewährleisten. Und das Gleiche gilt auch, wenn es darum geht, die Frage der Türkei, der Beziehungen insbesondere zu Griechenland zu diskutieren. Österreich steht auch hier zu Griechenland und wir unterstützen hier. Wir brauchen insgesamt ein Europa, eine Europäische Union, das mit einer Stimme spricht. Dear Miltiadis, I think that was the overview about our things we discussed. Miltiadis, ich glaube, ich habe zusammengefasst, was wir besprochen haben. Ich möchte nochmals betonen, wie sehr ich mich freue, dass Sie hier in Wien sind, und ich hoffe, wir können diesen direkten persönlichen Austausch in der Zukunft fortsetzen. Ich übergebe jetzt an Sie. Thank you very much, vielen herzlichen Dank, Caroline. Es ist für mich eine große Freude, hier zu sein. Es ist mein erster Besuch im Jahr 2021 und ich habe beschlossen, nach Österreich zu kommen, um meine Freundin und Kollegin Caroline hier zu treffen für einen Gedankenaustausch und um zu zeigen, dass auch Covid-19 unsere Maßnahmen in Richtung mehr Kooperation und Koordination nicht zunichte machen kann. Wir wollen die Botschaft vermitteln, dass Europa da ist, seine Staatsbürgerinnen und Staatsbürger schützt und alles tut, um unsere Lebensweise zu bewahren. Und unsere Lebensweise wird gesichert werden durch die erfolgreiche Impfung der Menschen. Es gibt Mängel im Impfungsprozess, aber diese sollten die Bedeutung der europäischen Initiative für den europäischen Impfprozess nicht unterminieren. Stellen Sie sich vor, was passiert wäre, wenn jedes einzelne Land selbst versucht hätte, mit den Herstellerfirmen Verträge abzuschließen. Das hätte zu großen Spannungen unter den 27 Mitgliedstaaten geführt, wenn jeder seinen eigenen Impfplan hätte. Jetzt haben wir einen europäischen Impfplan und dieser ist wichtig. Und daher ist es auch wichtig, ein europäisches Impfzertifikat zu schaffen, mit dem bewiesen werden kann, dass jemand geimpft ist. Und das wird auch das tägliche Leben erleichtern. Und das zeigt dann, dass die Koordination im Bereich Gesundheit und Schutz der Menschen funktioniert. Wir sind in vielen Dingen einer Meinung mit Österreich hinsichtlich des Wegs nach vorne. Ich bedanke mich bei Caroline, denn im Rahmen des Ministerrats für allgemeine Angelegenheiten hat sie den Gedanken dieses Dialogs für die Zukunft Europas immer stark unterstützt. Und jetzt sind wir endlich so weit, dass diese Zukunftskonferenz beginnen kann. Sicher werden die Themen nicht auf die ursprünglich vorgesehenen Themen beschränkt sein. Es wird sich um einen umfassenden Dialog handeln, bei dem die Zukunft Europas und die Herausforderungen für Europa besprochen werden. Europa gehört zu den am weitesten entwickelten Wirtschaftsräumen der Welt, eine Unterstützerin der Grundwerte und der Menschenrechte. Und es geht hier nicht nur bei dieser Konferenz um vermehrte Integration, sondern um eine Weiterentwicklung
Entwicklungen, Entwicklung unserer Auslandsbeziehungen. Daher bedanke ich mich bei der österreichischen Regierung, nicht nur bei Caroline, sondern auch bei Bundeskanzler Kurz, beim Außenminister, für die Unterstützung für Griechenland in unserer Position gegenüber der Türkei. Die Türkei ist ein wichtiges Drittland, ein Kandidatenland, eine wichtige Volkswirtschaft, ein Schlüsselland hinsichtlich der geografischen Positionierung zwischen Ost und West. Die Türkei, wir wünschen uns eine Türkei, die näher an Europa ist. Wir wollen keine Türkei, die sich von Europa und von unseren Werten distanziert. Aber die Türkei muss verstehen, dass Europa Spielregeln einhält. Es gibt zwei Möglichkeiten für die Türkei. Entweder der Weg der Zusammenarbeit, der die Türkei näher an die Europäische Union heranführt, oder ein Weg, der die Türkei wegführt von der Kooperation mit Europa. Wir haben es ja in den letzten Monaten in der Ägäis im Sommer und Herbst 2020 im Zusammenhang mit der Eskalation dort erlebt. Es ist wichtig, dass Europa die Botschaft ausschickt, dass, wenn die Türkei diese Spannungen und diese Eskalation fortsetzt, dann wird es Sanktionen gegenüber der Türkei geben, denn das ist ein Verhalten, das wir nicht tolerieren können. Jetzt sind wir in einem besseren, in einer besseren Situation. Wir haben unsere bilateralen Diskussionen mit der Türkei langsam wieder aufgenommen. Die Spannungen wurden abgebaut und es ist ein wichtiger Beitrag Europas gewesen, dass Sanktionen nach wie vor auf dem Tisch sind, und zwar glaubwürdig auf dem Tisch sind, um die Türkei davon abzuhalten, diesen Kreis der Spannung und der Eskalation wieder aufzunehmen. Das ist wichtig. Einen letzten Punkt möchte ich noch ansprechen, nämlich den der Immigration. Ich danke der österreichischen Regierung für die Unterstützung Griechenlands in allen Bereichen. Ich bedanke mich für die technische Unterstützung und ich bedanke mich bei Caroline, denn sie ist eine Unterstützerin unserer Vorstellungen einer neuen Asyl- und Immigrationspolitik in der Europäischen Union. Eine der größten Herausforderungen für die EU in der Vergangenheit und wahrscheinlich auch in der Zukunft wird es sein. Wie ist mit der Immigration umzugehen? Hier müssen wir ausgehen von Prinzipien, auf die wir uns alle einigen sollten. Erstens sollten wir unsere gemeinsamen europäischen Grenzen schützen. Das macht Griechenland mit der Unterstützung von Frontex, und wir wollen diese Unterstützung auch weiter haben. Zweitens, wir brauchen ein offenes und klares Asylsystem. Und zu diesem Zweck müssen wir klare Regeln aufstellen dazu, wer in Frage kommt für ein Asyl und wer nicht. Und ein dritter Punkt, wir müssen eine Rückführungspolitik erarbeiten für jene, die kein Anrecht auf Asyl haben. Diese sollten rasch in ihre Länder zurückgeführt werden. Die Europäische Union sollte ihre Stärke einsetzen, um Abkommen mit Drittländern abzuschließen, vor allem jenen Drittländern, von denen viele Menschen illegal nach Europa kommen, um diese rasch zurückführen zu können. Und diesen Ländern sollte auch finanzielle Unterstützung zukommen, damit sie ihre Gesellschaft und ihre Wirtschaft aufbauen können. Afghanistan, Pakistan, Bangladesch, Sudan, Somalia, aus diesen Ländern kommen ja die meisten Immigranten derzeit. Diese Länder sollten von uns unterstützt werden, aber sie sollten auch ihre Staatsbürger zurücknehmen, wenn sie dazu aufgefordert werden. Und schließlich ein letzter Punkt.
Es ist für uns wichtig, die wir ja im Norden und Süden der Balkanregion vertreten sind, unsere beiden Länder. Wir sollten den Wunsch zum Ausdruck bringen, den Prozess der Erweiterung voranzutreiben, der jedoch auf gemeinsamen Regeln aufbauen muss. Und auf Einhaltung dessen, was bereits vereinbart worden ist. Im letzten April war es für uns eine sehr wichtige Entscheidung, die Verhandlungen mit Nordmazedonien aufzunehmen. Es wäre für Griechenland das erste Mal, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, dass wir letztendlich physische Grenzen in unserem Norden mit europäischen Partnern haben. Als wir beigetreten sind, hatten wir rund um uns keine einzige Grenze mit einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Jetzt haben wir eine Grenze zu Bulgarien. Wir hatten ja auch eine Geschichte der Spannungen mit und Konflikte mit Bulgarien. Jetzt herrscht ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Bulgarien. Wir sind Freunde, Verbündete, wir arbeiten wirtschaftlich und politisch zusammen. Und es ist wichtig und wir wünschen es uns, dass das auch mit Nordmazedonien und Albanien eines Tages der Fall sein wird. Herzlichen Dank. Ja, ich hätte Frage bezüglich der Corona-Impfstoffe. Der Herr Vizeminister hat erwähnt, eben eine gewisse Ablehnung, dass außerhalb dieser EU-Impfstoffbeschaffung noch weitere Impfstoffe beschafft werden von einzelnen Ländern. Es gibt allerdings EU-Länder sowie Ungarn, die das sehr wohl versuchen. Wäre das auch eine Möglichkeit für Österreich oder vielleicht für beide Länder, falls das jetzt längerfristig nicht funktioniert innerhalb der EU? Gleich dazu, wir haben uns in der Europäischen Union dazu verständigt, dass wir gemeinsam diese Impfstoffbeschaffung auch vonstatten gehen lassen. Wir setzen hier zu 100% auch auf die EMA, die hier hochwissenschaftlich auch die Zulassung von Impfstoffen prüft. Und wir wollten hier bewusst keine sozusagen Alleingänge machen. Es darf aber, was die Zulassung von Impfstoffen betrifft, hier schon zwei Dinge. Erstens, unbürokratisch und schnell muss es gehen und es sollte hier auch keine geopolitischen Tabus geben. Wir brauchen Impfstoff. Wir wollen den Impfstoff so schnell wie möglich auch allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen lassen. Und als Österreich kann ich Ihnen nur sagen, wir setzen hier auf das europäische Vorgehen und auch auf die Kommission, dass die Probleme, die Ursula von der Leyen ja auch hier eingeräumt hat, rasch aus dem Weg geräumt werden, damit wir den nächsten Schritt in Richtung mehr Normalität gehen können. Ich glaube, die Entscheidung, die wir getroffen haben, nämlich die Kommission zu unterstützen, war wichtig. Die Kommission wird letztendlich alle Impfstoffe zulassen, die um eine Zulassung angesucht haben durch die EMA. Wenn ein Impfstoff nicht durch die EMA zugelassen wird, dann wird weitgehend akzeptiert, dass dieser in der Europäischen Union nicht verwendet werden soll, außer eine Regierung entscheidet sich dazu, den Impfstoff durch die eigene nationale Behörde zuzulassen oder das Risiko auf sich zu nehmen, einen Impfstoff zu verwenden, der von einem Drittland zugelassen worden ist. Ich glaube, wir sollten bei unseren gemeinsamen Regeln in dieser Sache bleiben. Wir müssen nach Möglichkeit jeden Impfstoff zur Verfügung stellen, aber entsprechend einem bestimmten Verfahren, nämlich Genehmigung durch die EMA und dann Verwendung in ganz Europa. Und dann Ernst Kernmeier vom ORF Radio. Frau Minister, Sie haben vorher gesagt, dass es bei diesen Impfzertifikaten eine Einigung auf technischer Ebene gibt. Können Sie das ein bisschen näher ausführen? Was heißt das? Zunächst noch einmal, es ist mir ganz wichtig zu betonen, dass wir rasch ein Impfzertifikat
koordinieren sollten, damit dann, wenn möglichst viele Menschen geimpft sind, das auch Verwendung finden kann. Es wird unsere Realität bleiben für noch längere Zeit, dass wir entweder mit negativen Tests oder auch mit dem Nachweis der Impfung nur bestimmte Dienstleistungen in Anspruch nehmen werden können. Diesen Weg gehen wir jetzt in Österreich mit dem Eintrittstesten und den Tests. Dieser Weg ist aber auch schon vorgezeichnet auf vielen Ebenen, wenn Sie zum Beispiel Fluglinien hernehmen, die auch sagen, dass sozusagen hier nur mit einem entweder Impfnachweis oder auch einem negativen Test, jetzt vor allem noch zweiteres, eine Mitnahme erfolgt. Und worum es uns geht, ist, dass wir diese technischen Koordinierungsarbeiten jetzt rasch auf europäischer Ebene starten. Die Initiative stammt von Griechenland. Wir haben das von Anfang an unterstützt. Sie wissen, dass es hier einiges an Skepsis auch gab aus manchen Ländern. Eines der Länder, das diese Skepsis geäußert hat, war auch Frankreich. Und als ich bei Clément Beaune in Paris war, letzte Woche war es, da haben wir auch darüber gesprochen, dass es natürlich zu keiner Benachteiligung kommen darf von Menschen, die noch nicht geimpft sind, dass wir aber jetzt, und das war sozusagen meine Aussage, auf technischer Ebene beginnen müssen, diese Impfzertifikate zu koordinieren, damit wir sie dann zur Verfügung haben, wenn die Situation eine bessere ist, wenn nicht nur Testungen, sondern auch Impfzertifikate als Nachweis dafür genommen werden können, dass Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Das ist eine Forderung quasi, dass man jetzt koordiniert, das ist noch keine... Es gibt eine Einigung darauf, dass diese Koordinierung auf technischer Ebene beginnt. Das ist schon die Einigung auf die Koordinierung, aber wir haben noch kein fertig koordiniertes Zertifikat. Da hoffe ich sehr darauf, dass wir das in den Sommermonaten, das wäre wünschenswert, auch tatsächlich zusammenbringen. Dann machen wir Herr Hecht vom ORF und dann abschließend Herr Bellius. Ja? Ich würde gerne zum Migrationsthema etwas fragen. Herr Minister, es geht ja nicht nur um die Zukunft und um ein zukünftiges Asylsystem, sondern es geht ja auch um die Menschen, die jetzt schon als Migranten auf europäischem Boden sind. Griechenland steht da ja ganz vorne auch. Würden Sie sich von den europäischen Partnern da mehr Unterstützung oder andere Unterstützung wünschen, was die Menschen betrifft, die jetzt schon in Griechenland als Flüchtlinge, als Migranten angekommen sind? Und Frau Ministerin, wird sich da Österreich auch auf der europäischen Ebene anders einbringen als bisher oder bleiben Sie bei dem Standpunkt Hilfe, wenn ja, nur vor Ort? Let me be frank. Nun lassen Sie mich ganz ehrlich sein. Greece has been severely challenged. Griechenland from migration. War ganz stark betroffen von der Migration. Das hat enorme Probleme verursacht in Teilen unserer Gesellschaft, in unseren Städten und vor allem auf unseren Inseln, die das Gefühl haben, dass sie ein Problem haben, das sie nicht mehr loswerden. Je mehr wir koordinieren und je näher wir eine Lastenteilung vereinbaren, desto eher wird diese Last von den Schultern Griechenlands genommen. Aber gleichzeitig muss man verstehen, dass Koordination und Kooperation im Bereich Migration nicht so erfolgen kann, wie das jetzt manchmal geschieht. Das bedeutet, einerseits müssen wir offen sein gegenüber den humanitären Bedürfnissen der Migranten. Andererseits akzeptieren wir sie nicht in unserem Hinterhof. Das sind Dinge, die einander widersprechen. Wir brauchen ein Gleichgewicht. Ein Gleichgewicht zwischen der Frage, wie schützen wir unsere Grenzen, wie streng sind wir bei der Gewährung von Asyl, wie streng sind wir, wenn wir es Drittländern Angehörigen gestatten, in Europa zu sein und wie offen sind wir, wenn es darum geht, sie in Europa zirkulieren zu lassen. Und schließlich ein letzter Punkt. Ein Migrationsexperte hat mir gesagt, wenn wir bereit wären, uns zu öffnen für alle in der Welt, wenn wir ein solches System hätten,
dass jeder einen Asylantrag stellen könnte, dann hätten wir hunderte Millionen Menschen, die wahrscheinlich die Chance hätten, in Europa Asyl zu bekommen. Und das ist unmöglich. Das würde das Leben unserer Bürgerinnen und Bürger gefährden. Es ist wichtig, dass man eine Politik hat, die besagt, dass die Sicherheit unserer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger Bürger zuerst kommt. Unsere europäischen Grenzen sind Grenzen, die nicht verletzt werden dürfen. Und jeder, dessen Leben in Gefahr ist, entweder auf dem Meer oder an Land, den Prozess des europäischen Asylsystems in Anspruch nehmen kann. Ich komme jetzt zu einer Frage, die wir auch manchmal mit unserem österreichischen Kollegen besprochen haben. Vielleicht haben wir da unterschiedliche Standpunkte. Wir sind der Meinung, dass es hier um Menschen geht, die sich nicht an unserer Diskussion beteiligen. Gemeinsam mit unseren österreichischen Kollegen haben wir einen Standpunkt. Europa hat Grenzen und Europa verteidigt die Grenzen. Wir wollen aus Europa keinen Käfig, keine Festung machen, wie es manche behaupten. Aber wir wollen, dass Europa eine Insel der Sicherheit und der Stabilität wird. Wir gewähren Asyl für jene Menschen, die es wirklich verdienen. Und gleichzeitig sind wir bereit, jenen, die das Asyl nicht verdienen, zu sagen, dass sie die Europäische Union verlassen müssen. Eingetreten, dass wir ein gemeinsames europäisches Asylrecht und System brauchen. Sie wissen, dass das auch schon der Fall war während der österreichischen Ratspräsidentschaft. Jetzt liegt ein neues Paket der Europäischen Kommission auf dem Tisch. Da treten wir dafür ein, auch gemeinsam mit Griechenland das rasch voranzutreiben, hier die Verhandlungen zu führen. Denn auch, wie mein Kollege ausgeführt hat, der Außengrenzschutz ist natürlich etwas ganz Wesentliches und die Hilfe vor Ort ist auch etwas Wesentliches. Es war für uns nie die Frage, ob wir helfen, sondern immer die Frage, wie wir helfen. Und da haben wir uns auch immer dafür ausgesprochen, dass diese Hilfe vor Ort auch tatsächlich geleistet werden muss. Ich bin hier in enger Abstimmung auch mit Innenminister Karl Nehammer und ich möchte in dem Zusammenhang schon auch betonen noch einmal, dass Österreich sehr vieles auch geleistet hat schon in der Vergangenheit. Das dürfen wir nicht außer Betracht lassen. Wir sind an Stelle 3, was die Aufnahmen an Asylwerbern in Österreich betrifft, vor Schweden, nach Schweden und Deutschland, aber vor vielen Ländern, die sozusagen First Entry Countries sind. Und das muss auch hier Berücksichtigung finden. Darüber hinaus ist es essentiell, dieses europäische Paket jetzt zu verhandeln und rasch zu einem europäischen Asylsystem auch zu kommen. Gut, dann nochmal die abschließende Frage von Herrn Bellius. Ich habe zwei Fragen. Die eine betrifft die Zukunftskonferenz Europa. Die haben Sie schon ausreichend beantwortet. Danke. Und die zweite Frage an den Herrn Außenminister. Griechenland hat die bestausgebaute Marineeinheit in Europa, in der Europäischen Union. Wird die Marine in Griechenland weiterhin die Marinegrenze auch schützen? Es hört man oft, dass also Menschen, die mit Schlauchbooten sich der Grenze nähern, zurückgedrängt werden. Das ist ja richtig, denn sonst würden sie ja die Grenze nicht schützen können. Wird das weiterhin oder wird das mit Frontex auch koordiniert? Well, first of all, let me say that protecting the border, der Schutz der Außengrenzen, we are not doing it alone. Das machen wir ja nicht allein. Das machen wir gemeinsam mit Frontex. Und wir schätzen die Präsenz von Frontex. Und wir bitten um mehr Unterstützung für die Arbeit, die Frontex leistet. Frontex hat sehr klare Regeln, was Frontex bei verschiedenen Zwischenfällen am Meer zu tun hat. Und das sind die Regeln, denen auch unsere Küstenwache folgt.
Das bedeutet, wir können Schiffe blockieren, Boote blockieren, ihnen den Eintritt in die Europäische Union verweigern. Wir machen keine Pushbacks, wir blockieren den Eintritt in die Europäische Union. Und wir lassen nicht zu, dass das Leben und die Sicherheit der Menschen am Meer gefährdet wird. Wir haben sehr viel Erfahrung als Land mit der Seefahrt. Wir haben einen großen Schifffahrtssektor. Wir haben eine lange Tradition als Seefahrer. Und ich kann Ihnen sagen, Leben am Meer, im Meer zu retten, ist unsere Tradition. Wir werden niemanden, dessen Leben bedroht ist, in der Ägäis im Stich lassen. Also Menschenleben retten kommt zuerst. Schutz der Außengrenzen kommt als zweites. Aber wir machen es. Wir machen es in der Art und Weise, wie es die europäischen Regeln vorgeben, nämlich Regeln, die Frontex anwendet und die das Europäische Parlament ratifiziert hat. Thank you very much und danke für Ihr Interesse.